Woche. Vielen Dank, sehr aufmerksam. Meine Damen und Herren. Ich nehme an, die Freudenschreie bei Ihnen zu Hause sind verklungen über das, was Sie heute Abend in den Nachrichten gesehen haben, was die Koalitionsgespräche erbracht haben, nämlich, es wird Geld gespart und gleichzeitig wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Es werden auf der einen Seite Steuern abgeschmolzen, auf der anderen Seite aber geht es uns allen besser. Mit anderen Worten, kaum 3 Wochen nach der Wahl, Deutschland auf einem sensationellen Weg nach oben. 2,5 Milliarden Euro werden in Zukunft neu an Schulden aufgenommen. Warum? Damit wir sie ausgeben können. Das ist großartig, oder? Ich sehe es hier auf Anhieb, können das nicht so empfinden, aber es ist so. 2,5 Milliarden, denn ich muss es immer wieder sagen, wir sind pleite in Deutschland. Deutschland ist so pleite, man spricht schon vom ersten FC Kaiserslautern Europas. Neu, und das ist toll, ja? Auch Aktiengewinne sollen in Zukunft besteuert werden. Das heißt, Sie wissen, mittlerweile war es ja so, wenn man Aktien gekauft hat, hat die ein Jahr liegen lassen und diese bombastischen Gewinne hinterher steuerfrei in Zukunft aus, weg, ab, mindestens die Hälfte an Hans Eichel. Und viele werden jetzt sagen, Steuergewinne, welche Gewinne? Heute ist der Aktienkurs wieder hochgeknallt. 10% im Schnitt, gestern auch schon. Jetzt geht ein Bullenmarkt los. Ja, dass ich das aufschreibe. Bisher, die letzten 50 Jahre, war Bärenmarkt. Jetzt kommt der Bullenmarkt. Jetzt können Sie sich an der Börse wieder dumm und dämlich verdienen. Nur in Zukunft Steuer. Aber zu Recht. Goldene Straßen kriegen wir dann. Und die Rentner werden auf Sänften zur Post getragen, um das in die Rente abzuholen. Das ist absolut irre. Morgen dann, in diesem Land, in dem es jetzt wirtschaftlich dermaßen aufwärts geht, ein Spitzenspiel, nämlich Deutschland gegen die Färöerinseln. Dazu auch heute Abend unser Gast, der perfekte Mann. Ja? Und die entscheidende Frage wird natürlich sein, haben sich unsere Spieler schon vom schweren Spiel gegen Bosnien-Herzegowina erholt? Morgen in Hannover, Färöerinsel, 20.15 Uhr in der ARD. Es wird so eine Art Expo auf Rasen. Helmut Schellert und Ben. Das entscheidende Qualifikationsspiel gegen die Färöerinseln in Hannover. Wenn wir gewinnen, 6 Punkte, sind wir Platz 1 in der Qualifikationsgruppe. Wer zweifelt daran? Heute Abend unser Gast, meine Damen und Herren, Weltmeister, Europameister, Legende im Fußball, Paul Breitner! Heute Morgen im Bild, ich war erst überrascht, als ich das gesehen habe, sowas hing ja früher auf der Post und dann hieß es, melden Sie sich bei einer Polizeidienststelle. Danke, Sven. Aber es sind die 30 mächtigsten Männer im deutschen Fußball, schreibt Bild. Platz 1, wer? Mutter. Bitte. Was? Franz Beckenbauer, brauchen wir doch gar nicht so drüber reden. Natürlich. Ist doch klar wie Fleischbrühe. Ja? Weißt du, was da gerade kam? Lothar. Ja, Lothar, aber das war der Versuch, glaube ich, humoristisch tätig zu werden. Ach so. Oder? Das kann ich aber jetzt mal ins Klassenbuch reinschreiben, bitte. So geht's ja nicht. Oder? Schreib das mal hier ein. Neue Woche. Oh, habe ich ja gar nicht vorbereitet. Ja, du lässt auch nach. Das ist eben so in langen Beziehungen. Früher, also mir das Tagebuch, hier das Klassenbuch geheizt, hast es hingelegt. Kleines Blümchen, ja. Mittlerweile kann ich schon die Tage selber eintragen. Welche Woche ist das hier vom? Vom 14.10. bis zum 20.10. Also unterm Tisch jetzt nachgezählt, oder? Ja. So, heute ist der 15.10.02, schreibt hin, Publikum wird auch schon lustig. So, alles festgehalten. Platz 2, Günther Netzer, ist klar. 300 Millionen bezahlt aus der eigenen Tasche, vom Selbstersparten abgehoben. Platz 3, Karl-Heinz Rummenigge, immerhin schon auf Platz 4 der Bundestrainer. Donnerwetter, Rudi Völler. Platz 5, Gerhard Mayer-Vorfelder. Platz 6, Uli Hoeneß, kann das sein? Mayer-Vorfelder wichtiger als Uli Hoeneß? Sehe ich ja. Völlig falsch. Ja, wieso das denn?
Naja, er ist ja so in gewisser Hinsicht schon der Chef von Hoeneß. Nie im Leben. Er ist DFB-Präsident, aber das ist ja nur eine reine Funktionärsaufgabe. Uli Hoeneß ist der Manager eines der besten Fußballclubs der Welt. Stimmt. Also das ist doch... Also Platz? Hoeneß? Ja. Eigentlich Platz 3. Meiner Meinung nach ist Hoeneß... Vor Rudi Völler? Ja, klar. Rudi kommt, Rudi geht. Hoeneß bleibt. Platz 7, Werner Hackmann. Finde ich gut, HSV-Präsident. Und Liga-Ausschuss. Platz 8, Wilfried Straub. Nie gehört den Namen, kennst du ihn? Ja klar, der berühmte Liga-Vorsitzende Sekretär. Ja genau, der berühmte. Kennt die kennt alle Akten aller Vereine. Ja dann, schon Platz 8. Und Platz 9, Paul Breitner, ein Platz vor Olli Kahn. Ja, immerhin. Enorm. Werde mit Paul Breitner nachher drüber sprechen, ob das hier. Platz 30, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, Bayern-Doc. Das Schöne, wo immer die Frauen sagen, wer ist denn der mit den langen Haaren? Ja. Ja. Müller-Wohlfahrt. Das hier ist die Liste, die 30 mächtigsten Männer im deutschen Fußball. Platz 16, Jürgen Schremp. Muss ich sagen, zu Recht, was hat er nicht für tolle Tore geschossen? Wirklich, damals im berühmten Spiel, da hat der Schremp noch in der DDR gewohnt. Ach echt? Ja, ja. Entschuldigung, das ist... Bitte sagen Sie, dass Sie das auch hören. Was ist das denn? Da kam gerade so Werbung auf unserer Homepage und die macht Töne. Die macht solche Töne? Das erinnert mich an das Geräusch, das ich, nennt man das Bildschirmschoner, das Bild, was kommt, wenn man eine Weile nicht mit der Maus dran war. Richtig. Ist das der Bildschirmschoner? Das ist der Bildschirmschoner. Ja, weißt du, was ich mir jetzt eingestellt habe? Aus dem Standardprogramm. War ganz glücklich, dass ich es geschafft habe. Meeresrauschen. Hast du nicht Aquarium? Gluck, gluck. Nee, original Meeresrauschen. Ach so. Und daran kann ich meine Position noch in der deutschen Fernsehunterhaltung erkennen, weil noch alle bei mir im Büro sagen, das ist ja Wahnsinn, dieses Meeresrauschen. Ach, was, ach, du hast, ach, das Meeresrauschen ist ja irre. Wenn es abwärts geht, heißt, mach den Scheiß weg. Subtile Kontrollinstrumente sind das. Wie in der Bundesregierung. Sag mal, dieses Meeresrauschen, kann ich das auch haben? Darf ich das mal hören, wenn du gerade nicht im Büro bist? Und sag, klar, setz euch hin und so. Dieser Müll da, mach den Dreck weg. Wir haben eine neue Rubrik und deswegen läuft ja auch unsere Homepage. Genau. Heißt es Homepage? Ja, unsere Website. Website. Homepage. Die neue Rubrik heißt nämlich Helmuts Kaufbefehl. Denn unser großartiger Freund und Bandleader Helmut Zerlett hat ab jetzt in regelmäßigen Abständen für Sie CDs, die er empfiehlt. Oder auch Konzerte? Auch. Ja. Aber jetzt erstmal vornehmlich CDs. Und diese CD, die ist von James Taylor, ist eine ganz neue. Ja. Das, glaube ich, ist vor 3-4 Wochen rausgekommen. Und die heißt October Road und die hat mir deswegen so gut gefallen. In erster Linie wegen der Bassdrum bin ich dazu gekommen. Weil die Bassdrum so gut im Auto klingt und dann nachher natürlich ist ein wunderbarer Sänger. Und überhaupt ist das eine total Hi-Fi, für Hi-Fi-Liebhaber eine ganz audiophile Geschichte. Das klingt einfach super gut und sind einfach schöne Songs, die jetzt in den Oktober natürlich wunderbar passen. Und das muss ich mal sagen, ist was für Feinschmecker. Die Bassdrum. Ja, die ist durch so toll die Bassdrum. Was ist das Besondere an dieser Bassdrum? Wer spielt das Schlagzeug? Auf der Steve Gadd. Einer der ganz, ganz großen. Ja, also da sind Leute drauf. Ja, ich habe Steve Gadd hier gesehen mit Eric Clapton. Mhm. Ja. Millionen von Schlagzeuggurus kriegen Schweißausbrüche, wenn Steve Gadd nur die Stöcke hebt. Und er sitzt so ganz cool dahin. Das muss man auch mal sagen. Er spielt so laid back. Ja, hey, deutsche Rockdrummer. Ja? Vielleicht mal irgendwie 30 Euro oder was investieren in ein Konzert, in dem Steve Gadd zu sehen ist. Ja. Dass er eigentlich nicht noch macht, wie lange noch, bis ich check auf, ist alles. Ja? Man kann ja sagen, je cooler, desto beiläufiger. Ja, weil laut ist ja eh, ne? Ja, es geht auch nicht um laut. Nee, der hat tierisches Fund. Aber und wie klingt die Bassdrum auf dieser James Taylor CD? Ja, es ist halt unheimlich satt. Die ist sehr vorne gemixt. Und das hängt natürlich auch viel mit dem Produzenten zusammen. Wer ist das? Russ Titleman. Mit dem hat er schon früher mal gearbeitet. Das sagt mir jetzt nichts, Russ Titleman. Mir sagt die ganze Zeit schon nichts. Was heißt das jetzt, mir sagt die ganze Zeit schon nichts? Ich kenne weder James Taylor noch den Steve Gadd, nie gehört den Namen? Nee. Tja. Also ich kenne James Brown, aber Taylor... James Taylor nie gehört? Nee. Ich kaufe dir eine.
Das war nett. Das, nein, aber das gefällt dir nicht. Das ist zu musikalisch. Ach so, danke. Ja. Nee, ich glaube, für Manuel ist es zu laid-back. Nee, du bist auch noch nicht alt genug. Mhm. Es ist etwas, ja. Es ist jetzt für diese Jahreszeit hier, für den Herbst, ja. Wenn du so im Schritttempo die Autos hinter dir in den Wahnsinn treibst. Exakt. Ich habe die CD auch gleich gehört und so. Und ich finde es auch absolut spitze. Aber James Taylor ist natürlich überhaupt nicht deine Musik. Erwachsenenrock oder was ist das? Nee. Es ist eher Country. Es ist Country oder aber Folk mit, auch, ja? Ja, aber auch mit Jazz-Elementen. Das sind ja fast nur Jazz-Musiker, die da mitmachen. Und es ist die Musik von jemand, der sozusagen über Jahrzehnte sich in diesem Geschäft hält und sein Publikum mitgenommen hat, geändert. Nie von James Taylor gehört? Nie? Nein. Nie? Handyman? Nein. Nie? Nein. Was sind so Gruppen, die du kennst, die wir auch kennen? Jetzt mal außer Nirvana, also Lebende, sagen wir. Lebende. Lebende? Ja. Naja gut, da sind auch schon viele tot. Jetzt im November passt das ja. Manu und seine Toten-CDs. Ja, Ramones, Sex Pistols. Ja, aber das ist ja doch ein gewisses Segment Spektrum. Im Kosmos sagen wir mal, von Musik. Also zum Beispiel die auch hier waren, die Sportfreunde Stiller, finde ich ganz toll. Jetzt sag bloß nichts Falsches. Sag mal so, bei aller Wertschätzung für die Sportfreunde Stiller, die Seite im Rocklexikon ist noch nicht beschrieben mit Ihnen. Sportfreunde Stiller, also auch ephemere Erscheinungen in dieser Branche. Effi was? Ephemer. 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 Zwischen Effi Briest und Effenberg Ephemer. James Taylor. Ja. Als kleine Musik für dich. Ich glaube, dass es unseren Zuschauern, den Damen und Herren zu Hause, wirklich jetzt hilft, mal die neue James Taylor CD. Ich habe immer meinen lieben Freund und Kollegen Jürgen von der Lippe beneidet, ja. Der wirklich sich die Freiheit genommen hat, 15 Minuten lang die Bands in Geld oder Liebe vorzustellen. Während Uli Wickert schon, glaube ich, mit Dagmar Berghoff sich verlobt hat, aus Langeweile in den Tagesthemen, bis er dran war. Und diese James Taylor CD, ich habe jetzt dreimal komplett durchgehört am Wochenende. Hast du im Auto gehört? Es ist eine CD, die man durchhören kann, das gibt es ja viel zu selten. Ja. Und es ist alles live gespielt. Richtig, also da ist zwar auch eine Synthesizer-Konga, die ist aber auch live eingespielt. Also es ist also richtig live gespielte Musik, nicht mehr so viel programmiert. Und aber ich hätte dich auch nicht mit James Taylor in Verbindung gebracht. Für mich warst du immer mehr so Fusion oder Jazz oder... Ja, aber wie gesagt, es spielen ja auch Leute mit, die aus... Mein neues Hobby ist übrigens Laufen wie Ozzy Osbourne, fällt mir gerade auf. Das natürlich auch. Auch so mit dem Zitter. Ja, und zwar, das ist absolut. Ich ärgere mich, dass ich die langen Haare nicht habe. Ich finde die Geste so geil. Hier immer dieses hier. Ich habe zwei Lieblingsgesten. Haben wir die Zeit? Sag mir das. Nicht, dass wir das vorbereitete Programm wegschmeißen müssen. Ja. Nein. Ich habe seit dem Wochenende zwei Lieblingsgesten. Das eine ist folgendes. Was ist das? Unterhaltungsshow oder Dokumentarfilm? Ganz großes Kino. Minority Report. Tom Cruise in Minority Report. Ah, ja. Irre. Ja. Wie, was anderes passiert nichts in dem Film? Doch. Einmal sieht er auch noch so aus. Weil er sich da irgendwie so eine Spritze gibt, ja. Aber das war nicht das Thema. Und das zweite ist Laufen wie Ozzy Osbourne. Ich hoffe, ich kriege es hin. Ich habe es gesehen. In einem Riesen... Das ist dermaßen gut. Ja, und das ist aber irre. Heute gucke ich wieder um 21 Uhr. Ja, ganz groß. Ja, MTV. Ozzy Osbourne. Du hast ja gerade diese Minority Report gemacht. Ja. Damit kontrolliert er ja ein Video, ne? Ich glaube, ja. Ja, und ich habe jetzt so ein Instrument mir gekauft letzte Woche. Damit kannst du auch in der Luft Töne erzeugen. Theremin nennt sich das. Bring ich mal mit. Das hat mich direkt an Minority Report erinnert. Von Leon Theremin. Wie, du machst das so und dann kommen Töne? Mit der linken Hand machst du die Lautstärke und mit der rechten Hand die Tonhöhe. In der Luft? In der Luft. Man kann dann auch richtig Melodien spielen, wenn man das gut kann. Das übe ich noch. Ich übe mal ein Lied und dann spiele ich das mal vor. Habe ich schon erzählt, dass ich James Taylor mal in Amerika im Supermarkt gesehen habe? Nein. Also das ist eine Geschichte, die sollten Sie nicht versäumen. Und ich finde das...
Das finde ich übrigens eine gute Sache, ab und zu mal, um sich interessant zu machen, so Schmerzgesten, als hätte es mir gerade im Rücken gestochen. Tom Cruise Minority Report. Ist er gut, der Film? Und jetzt, meine Damen und Herren, ich saß im Kino in der Nachmittagsvorstellung, ja? Rate, was ungefähr nach zwei Drittel des Films 10 Reihen vor mir geschrien wurde. Geschrien oder geschrieben? Geschrien. Geschrien. Lauter. Nee. Olaf zeigt einen Steifen. Es ist wahr. Die PISA-Jugend. Ja? Hat das eine Frau oder ein Mann geschrien? Mann. Irgendwie total pubertäres Geschrei. Es hat auch niemand gelacht, ne? Dabei waren die meisten wach an der Stelle. Jetzt kommen wir zu etwas völlig... Ach so, ich wollte das erzählen, wo ich James Taylor mal im Supermarkt gesehen habe. Ja, genau. Ja. Vielleicht kann ich das erzählen, während ich das hier mit den Steuern erkläre. Sehr gute Idee. Als zweite Handlung, ja. dass ich das einfließen lasse, wo man es braucht. Heute hat die Bundesregierung beschlossen, unsere großartige neue Regierung... Es wird jetzt flexibel gespart. Genau. Sage ich das richtig? Flexibles Sparen, ja. Flexibles Sparen. Das heißt, man bringt das Geld zur Sparkasse, guckt sich an und holt es dann wieder ab. Ja. Gibt es aus, schenkt es jemand und hofft, dass der, dem man es schenkt, es auch wieder zur Sparkasse zurückbringt. So ungefähr. Ja? Es gibt 5 große Möglichkeiten für unseren Superhans, der jetzt nur noch der Hans ist. Bis vor der Wahl war der Hans der Superhans. Jetzt, weil der Superclement da ist, ist Hans nur noch der Hans. Genau. Immer häufiger hört Hans den Satz, lass mal gut sein, Hans. Ja, sagen wir, also wir wollen jetzt zum Beispiel pro Kind 40.000 Euro Kindergeld. Geht nicht, haben wir nicht das Geld. Jetzt lass mal gut sein, Hans. Ja? Jetzt wird mal Geld ausgegeben. Man lebt nur einmal. Genau. Oder? Ja. So. Es gibt 5 große Möglichkeiten, an Steuern zu kommen. Das eine sind wir. Die Werktätigen. Das zweite sind wir, wenn wir ein Auto steigen, schon wieder, ja. indem wir Sprit kaufen, der auch besteuert ist. Im Auto zünden wir uns eine Zigarette an, ja, dann zahlen wir Tabaksteuer und sagen, diese Scheißraucherei sollte ich auch bleiben lassen. Ich nehme mal eine Tablette und greife zum Handy. Damit unterstütze ich unsere großartigen deutschen Industriekonzerne und natürlich auf, sagen wir mal, Schokolade oder wenn ich einen Handwerker bezahle, 16% Mehrwertsteuer. Das sind die 5 großen Möglichkeiten, um an Geld zu kommen. So ist es. Um das jetzt sehr Hightech-mäßig, in einer Sache, die auch in Minority Report Einzug finden könnte, zu demonstrieren. Macht das so mit so Technikgeräuschen, weißt du, damit es ein bisschen nach Computer bearbeitet aus. Olaf zeigt einen Steifen! Ich musste mich ja dann wieder 10 Reihen zurückschleichen. So, jetzt! Ah. So saß übrigens James Taylor in seinem japanischen Kleinwagen, als ich ihn gesehen habe. Fällt mir auf. Ganz ähnlich wie damals Yves Saint Laurent. Ja, fahren die alle mit dir, also nicht mit dir, nee. Also an dir vorbei? Nee, ich stand am Flughafen aufs Flugzeug gewartet. Ach so. Ja. Gucke auf das Flugzeug, stand eine Boeing. Mhm. Wem gehörte die? Niki Lauda. Nein. Niki hat keine Boeing, Niki hat ein Learjet. Ah ja. Die Boeing gehörte der Erbin von Heinz Tomatenketchup. Sehr gut. Boeing. Und sie kam zu einer Hochzeit, an die Westküste geflogen in den USA. Mhm. Guess how many people left the plane? 2? 4. Oh. Gucke auf diese Boeing, sehe 4 Leute aussteigen. Gucke, da kommt ein japanischer Kleinwagen, sitzt James Taylor drin. Ich dachte erst, es ist Striezel Stuck. Habe ich recht? James Taylor sieht ein bisschen aus wie Striezel Stuck. Ja, der hat doch so eine... Ja, er ist wahnsinnig groß und saß sehr gebeugt. Fand ich cool in diesem... Und frag mich, wo es war. Wo war es denn, Harald? Hä, ich muss nachdenken. Es war... Warte, ich mach mal erst dieses Sparschwein ran hier, in das ja Hans Eichel, also jetzt zum Beispiel 2... Nee, 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 nee. Ja, 2 von diesen...
Mir fällt übrigens gerade ein, Medorn, weil wir da noch dazu kommen. Herr Medorn, der Chef der Bahn, ja, der hat eine super Synchronstimme. Hast du mal drauf geachtet? Echt? Der spricht ein bisschen so, naja, na Moment mal, das wird schon alles. Ja, ja, die Bahnhöfe. Der spricht so wie in den 50er Jahren die Chefs in Zeitungsreaktionen, die dann so sagen, los, Latz alle, die hauen wir heute noch raus, dann haben wir's. Chef, dein Job. So eine Stimme hat er. Die haben immer den Hut auf im Büro. Urlaub, tag dein Scheiße. Die haben immer den Hut auf im Büro. Ich frage mich, ob Herr Medorn auch den Hut auf hat im Büro. Ja, so eine Kappe. Ach, jetzt fällt mir es wieder ein. Es war auf Martha's Vineyard, wo ich das gesehen habe. Ja, Martha's Vineyard, Martha's Vineyard. Ja. Was ist das? Martha's Vineyard ist eine Insel vor der amerikanischen Ostküste. So eine Art Sylt für Amis. Ach so. Ja, es ist... Und da warst du auch? Da war ich auch mal, ja. Die Insel hat einen berühmten Teil, den wollte ich mal sehen. Chappaquiddick. Woran erinnere dich das? Bist du zu jung? Bei Philip Roth? Nein, bist du zu jung, bist du zu jung, bist du zu jung. Weißt du Chappaquiddick? Nee. Die Amerikaner, ja genau, die Amerikaner nennen Chappaquiddick, dort auf der Insel nennen sie es Ted's Car Wash. Weil da hatte doch Senator Kennedy mal diesen schlimmen Autounfall von der Brücke runter. Ach so. So you wanna see Ted's Car Wash? Und da stand ich, ja, und wartete auf das Flugzeug. Ja. Und da kommt eben diese Boeing mit vier Leuten raus. Heinz, Tomaten, Ketchup, Erwin und James Taylor im Kleinwagen. Und die wohnen alle da. Es gibt noch eine berühmte Frau von Martha's Vineyard, die auch Musikerin ist. Ja. Weißt du wer? Nee, sag. Carly Simon. Dass sie die mal mit James Taylor mal zusammen. Ne? Natürlich, die sind ständig miteinander zusammen auf dieser Insel. Boah. Carly Simon würde dir auch nicht gefallen. Ehefrau. Kennst du auch nicht? Nee. Nee, würde ihm auch nicht gefallen. You make the earth move. Nein, das ist die gar nicht. Nee. Nein, das ist Carole King. Das ist Carole King. Was die kommt aber auch von Martha's Vineyard, oder? Ich glaube. You make the earth move under my feet. Niep, 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 niep. Warnung, Herr Harz. Das ist so Hightech-Fernsehen, weißt du? Niep, 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 niep. Herr Harz ist auch noch gar nicht dran. Niep, Error, Error, Error. So. Zwei sind gespart. Steuergroschen, das sind ja Steuergroschen. Drei bleiben, das sind die berühmten Steuergroschen. Frage ist jetzt, was muss in Zukunft alles gefördert werden? Schulen? PISA? Unsere Bundeswehr, die eine Berufsarmee werden soll, wahrscheinlich auch werden wird. Unsere Senioren und ganz wichtig natürlich die Steinkohle, ohne die, das muss man sagen, der Energiebedarf der Bundesrepublik am 2. Dezember nächsten Jahres, am 2. Januar zusammenbricht. Ja. Aus Feierabend, da gehen wirklich die Lichter aus. Kein Auto fährt mehr, denn mein Auto fährt mit Steinkohle. So, und was fehlt hier noch? Das fehlt Arbeitsamt. Noch das Arbeitsamt. Mit Kevin Spacey als Chef. Florian Gerster, aber das ist nicht, das ist Kevin Spacey. Der sieht doch nicht aus wie Kevin Spacey. Ja, aber das ist Kevin Spacey ist zweifacher Oscar-Preisträger. Das sind, die Haare sind geklebt. Das ist Kevin Spacey. Ach so. Du musst mal drauf achten. Okay. Ja. Hast du nicht gewusst? Nee. Die Bundesanstalt von Arbeit wird von Kevin Spacey, er ist auch dafür in der Rolle nominiert als Florian Gerster. Das ist Kevin Spacey. So. Die Tabletten hast du noch vergessen. Natürlich für die Krankenversicherung muss ja auch noch eine Menge Steuergelder aufgebracht werden. Nee. Richtig so? Super. So. Jetzt passiert was. Jetzt ist die Frage, noch drei Steuergroschen übrig für sechs Ausgabefelder. Ja, was macht man da? Man macht was ganz Schlaues. Man gibt also zum Beispiel, sag mal das erste Beispiel, einen Spargroschen hier raus an unsere Schulen. Ja. Die Schüler werden dermaßen intelligent, werden super schlau, ja, gehen, nachdem sie nachmittags im Kino waren, abends zu Wer wird Millionär? Verdienen dort Millionen, zahlen davon wieder Steuer und kurbeln damit unseren Wirtschaftskreislauf dermaßen an, dass es eine helle Freude ist. Dass man den Steuergroschen wieder ins Sparschwein tun kann. Das ist flexibles Sparen. Miep. Ebenso auf dem Arbeitsamt. Dort sitzt Kevin Spacey. Ja. Ja. Und sagt, guckt, was unten auf dem Kaffeetassen steht vor der nächsten Pressekonferenz. Ihm muss ja was einfallen. Er sitzt einfach auf der Bundesanstalt für Arbeit, guckt an der Wand, was er gerade so sieht und sagt, so sagt Kaiser, wird den Harzplan umsetzen. Ja. Ja. Und wenn er auf der Kaffeetasse unten Meißner liest, sagt er,
Meißner Porzellan wird weltmarktmäßig alles zu porzellanieren. Und überhaupt fragen Sie Sosa Kaiser, der wird das alles im Auftrag von Herrn Harz leiten. Habe ich das richtig erklärt? Also du hast es gemacht, erklärt hast du es jetzt eigentlich nicht. Ich habe es doch erklärt. Klaus Achim. Also der Latte. Ja. Wir könnten uns auch überhaupt mal mit Fantasienamen anregen. Das würde mir sehr gut gefallen. Wolf Dieter oder so, weißt du, oder irgendwie, oder der Bär oder so. Hanno. Wie? Hanno. Ja, reine Fantasienamen. Flexibles Sparen bedeutet, Steuergelder, die in diese Sparschwein gehen, ja, werden ausgegeben für Schule, Bundeswehr oder Senioren, die damit enorme Dinge anstellen können, dadurch wieder Dinge finanzieren, die ebenfalls steuerpflichtig sind. Das ist richtig. Und dadurch geht das Geld wieder zurück an den Staat und es entsteht ein Kreislauf, der sensationell ist. Ist das nicht gut erklärt? Ja, das ist super erklärt. So ist es doch. Ganz genau, richtig, sehr gut. Ja, so ist es doch. Absolut. Absolut. Habe ich das schon mit dem VIP-Stempel in meinen Dings auf Martha's Vineyard erklärt, bei meiner Autovermietung? Nein. Diese Geschichte, haben wir die Zeit noch? Ja, weil die ist so dermaßen peinlich, die muss ich einmal erzählen. Die ist absolut hammerpeinlich. Und zwar, ich habe so ein VIP-Vermerk, wenn ich ein Auto miete, ja? Steht drin VIP. Überall, auch in Deutschland? Wusste ich nicht. Hier ist es irgendwie beim Autovermieter drin, steht drin VIP. Das heißt, ich kriege meinen Namen schon 40 Kilometer vor dem Anflug entgegengeschrien. Hallo Herr Schmidt und so weiter. Ja? Und kriege auch immer ein Auto, was ich will oder in der vergleichbaren Klasse. Das ist was ganz Tolles und das ist ganz große Welt. So, ich habe ein VIP-Vermerk. So. Auf Martha's Vineyard hatte ich auch ein Auto gemietet. Denn ich musste ja zu Ted's Car Wash fahren. Okay, you're away from Germany, here's your car, here's the key. Ich gucke so drauf und dachte, das ist ein bisschen teuer. Ja? Und jetzt kommt das Großartige. Ich war mir nicht zu blöd, zu sagen, I have a VIP special. Dachte, du bist alleine hier, keiner sieht dich. What the hell? Und so weiter. Das muss doch billiger gehen. Ja? I have a VIP. Worauf der ein freundlicher Herr an der Autovermietung auf Martha's Vineyard guckte, sagte, on this island, everybody is a VIP. Zum Glück, da war ich kuriert. Das war das letzte Mal, dass ich versucht habe, aus meinem Fernsehjob irgendwo, es war so unfassbar peinlich, ja. Nicht nur, dass er irgendwie sagte, ich kenne dich nicht, aber so, everybody's a VIP. Aus Feierabend. Es war so peinlich, das kannst du gar nicht vorstellen. Wie lange ist das her? Neun Jahre. Okay, gut, dann geht's. Jetzt wäre es vielleicht schon cool. Ja. Aber es ist ja trotzdem wahnsinnig peinlich. Sag mir, falls du den Eindruck hast, dass das Publikum das nicht interessiert, wenn ich sowas erzähle. Nein! Das ist ja nur reines, privates Geschwurbel. Na, aber die Geschichte kannte ich ja noch nicht mehr. Die ist doch großartig. Finden Sie gut? Ja. Also selber darauf hinzuweisen, dass man VIP ist in Amerika als Deutscher. Und ich wusste natürlich auch nicht, wie man das sagt. Ich habe so ein VIP-Vermerk oder so. Ich weiß nicht, was Vermerk heißt auf Englisch. Ich sagte da, I have this VIP. Das erinnert mich, wir sollten mal im Archiv nachschauen, wer bei uns zu Gast war, als Dennis Rodman das letzte Mal da war im Kapitol. Da war ein Musiker da. Und das ist diese absolut Killer-Reaktion, die du kriegen kannst von einem amerikanischen Star, wenn da wurde im Aufenthaltsraum, wo unsere Prominenten sitzen, zu Dennis Rodman gesagt, he's a German singer. Und die Reaktion von Dennis Rodman war,
Das finde ich eigentlich das absolut Beste. Nicht wie, was kenne ich, sondern he's a German singer. So, was ich jetzt nicht vergessen möchte, ist zu erklären, wie das mit dem flexiblen Sparen ist. Da bist du aber ganz gut. Was machst du denn wieder? Hallo? Ja, ich gucke, ob wir in unsere Gästeliste reinkommen. Dann könnte ich ja mal gucken, wo... Wie, du könntest das jetzt unmittelbar überprüfen? Ja, wenn ich hier in unsere... Komm ich hier in... Welches Bier trinkst du eigentlich heute? Ich trinke heute einen Schimpf-Urtrüb. Weil man mich nach dieser Sendung mit Schimpf und Schande vom Jenner-Sender jagen wird, oder ganz warum? Genau, ja, ganz genau. Oder hat das einen Bezug? Ist was mit Björn-Helgen Schimpf? Nein, oh nee, alles in Ordnung. Ich wollte es eigentlich trinken, weil man die Deutschen ja immer so auf die... Nee, Protokolldatenbank ist auch Quatsch. Nee, das kriegen wir raus. Weil die Deutschen immer so auf die Bundesbahn schimpfen. Nee, auf die Deutsche Bahn heißt es ja. Und deswegen wollte ich einen Schimpf trinken. Ach so, das hatten wir ja heute vorbereitet, das neue Kartensystem. Ja, aber dafür ist jetzt keine Zeit mehr. Ja, dafür ist jetzt keine Zeit mehr. Paul Breitner, den musst du ja fragen. Und der hat ganz tolle Fotos dabei. Ich weiß, hat er mir schon gerade gezeigt. Aber wir verraten nichts. Aber das mit der Bundesbahn, das machen wir morgen. Ich habe schon die Stimme von der Melon eingeführt, was? Ja. Hier, komm, Charlie, mach mal. Das kommt morgen. Falls Ihnen das heute zu hektisch war, morgen geht richtig die Post ab. Morgen, es gibt ja Sendungen, die sind nicht so spannend. Die leben mehr von so einem privaten Touch. Ja? Aber morgen zum Beispiel ist es, geht's mal nicht nur, dass von mir erzählt wird, sondern morgen geht es mal darum, was kostet mich eine Bahnfahrt von Köln nach Stuttgart mit der neuen Preissystem. War das jetzt zu verstehen? Mein Gast heute Abend ist einer der Großen des deutschen Fußballs. Meine Damen und Herren, immer wieder eine Freude, wenn er bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Paul Breitner! Haben Sie das gesehen? Nein. Aber ich habe es jetzt gerade mitgekriegt. Ja. Platz 9, also ich würde Sie schon noch weiter vorne sehen. Ich komme eh gut weg dabei. Ja? Normalerweise müsste ich, ja, Moment mal, Elfter sein. Elfter? Ja, denn sagen wir ehrlich, die Nummer 1 ist der Franz. Franz, klar. Die Nummer 2 ist der Franz. Die Nummer 3 ist auch der Franz. Und dann kommt eigentlich lang nichts. Und dann kommen alle anderen. Wissen das die anderen? Einige schon, ja. Aber, also und Beispiel, einige Gott sei Dank nicht, weil sonst müssen sie aufhören. Ja? Ja, ja, schon. Ist das denn, sagen wir jetzt, bei aller Verehrung für Herrn Mayer-Vorfelder, aber ein Platz für Uli Hoeneß ist nicht ganz nachvollziehbar, oder? Und für mich auch nicht, nein. Nein? Nein, absolut nicht. Aber er wäre schon unter den Top 30? Ja, schon. Da haben wir noch Platz da hinten. Ballack, Hoffmann, wer ist denn das? Das ist Udo Lattek, sagen wir, Ihr Trainer. Nein, der doch. Ach so, Bernd Hoffmann. Geschäftsführer. Gut. Das sind ja eigentlich diese Profis, die die Vereine... Ja, und der Herr Schrempf spielt in Stuttgart, glaube ich. Ja. Irgendwo, na, wichtig. Ohne solche Leute wäre der Fußball, glaube ich, finanziell ziemlich am Ende, oder? Ja, aber seit wir zum Günther haben, geht das ja. Ja, ist das eine positive Entscheidung für den deutschen Fußball? Ich hoffe schon. Ich hoffe, es freut mich für ihn persönlich. Und Kennen Sie sich gut? Wir kennen uns sehr gut. Wir haben ja 2 Jahre gemeinsam in Madrid verbracht, bei Real Madrid gespielt. Und ich habe so in den letzten Tagen einiges Interessante und wenig Interessante über ihn gelesen. Seine Talente und seine Karrieren. Und das hat was mit den Fotos zu tun. Das ist eines seiner wichtigsten Talente. Ist da vergessen worden. Nämlich, können wir es irgendwo zeigen? Hier, wenn Sie es da reinzeigen, direkt. Nämlich das da. Das ist Günter Netzer. Das ist Günter Netzer als unser Nikolaus. Bisschen nach vorne vielleicht schon, so ja. Und vielleicht das Erste nochmal, das kann man jetzt richtig sehen, wo er gerade geschminkt wird. Netzer, wohin? Da? So. Das ist Günter Netzer als Ihr Nikolaus in Madrid. Als unser Nikolaus, ja. Bei uns zu Hause? Für unsere Mädels ja, damals, ja. Wir haben sehr viel gemeinsam verlebt. Ja. Wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und es war irgendwann mal logisch, dass er nicht nur mit unserem Hund spazieren geht und seinem eigenen, ja, sondern dass er auch mit den Kindern viel macht. Und da hat er sich quasi als Nikolaus, ja, richtig zu angeboten. Es hat allerdings dann nur 2 Mal
gereicht für immerhin. Nikolaus. Ja. Denn nach dem zweiten Mal ist eine unserer Töchter dann gesagt, als er wiedergekommen ist, 5 Minuten nachdem er sich verabschiedet hat, dass Nikolaus sagt, Günther, eins muss ich dir sagen, der Nikolaus hat genauso gesprochen wie du. Der hat auch gesagt, Tich und Fisch. Also, er war der typisch niederrheinische Nikolaus, den du in Madrid nicht gebrauchen kannst, für bayerische Kinder. Aber das finde ich ja toll und den Aufwand, den er getrieben hat, mit richtig verkleiden, haben Sie ihn auch im Flur abgefangen, wie man das so macht, ihm einen Zettel ins Buch reingelegt? Und ja, freilich. Ja. Wir haben da so eine dicke alte Bibel und da habe ich ihm das Drehbuch reingeschrieben. Und er ist dann mittendrin zusammengebrochen, weil eine Tochter gesagt hat, du Nikolaus, die ist in Gegenangriff übergegangen, weil sie immer kleiner geworden ist. Ja. Dann hat sie gesagt, du Nikolaus, aber eins muss man sagen, was können wir denn tun? Meine Oma kann nicht schwimmen. Sie ist ja völlig zusammengebrochen, ist etwas aus der Rolle gekommen. Aber lieber Günther, solltest du das irgendwie erfahren, du warst sensationell und nochmal vielen Dank. Das könnte ja direkt, dass er das irgendwie auf Weihnachtsfeiern in Zukunft oder so nochmal vielleicht ein bisschen macht. Ne? Ich sag ja, er hat Riesentalent gezeigt. Ja. Ja klar, und er kann es ja mehrsprachig. Jetzt geht's gegen die Färöerinseln. Das müsste ein Gegner sein, der für uns zu packen ist, oder? Ja, so mit Mühe und Not, ja. Denn wie wir ja wissen, auch in Doben bei den Färöerinseln ist der Ball rund. Ja. Da wird mit Wasser gekocht, wie es immer so schön heißt. Und die sind auch ganz stark geworden. Nein, ich denke, dass wir morgen so 6 bis 8-0 sehen werden. 6 bis 8. Ja, klar. Das können wir gerade mal festhalten. Ja, aber das ist schon das, was man erwarten kann, oder? Da, sagt da hat irgendjemand gesagt, na ja, so 3-0 oder 3-1. Also, wenn wir ein bisschen realistisch sind und wenn wir von unserer Nationalmannschaft das ein bisschen verlangen, was wir eigentlich verlangen sollten, ein bisschen einen Anspruch haben, noch dazu als Vize-Weltmeister, dann ist es ein Spiegel, wie wenn der FC Bayern oder Dortmund oder irgendein guter Bundesliga-Verein zu einem Amateurverein geht, in die Landesliga oder sonst irgendwo, macht ein Trainingsspiel und sagt, so, wir tun uns am Anfang vielleicht ein bisschen härter, weil die recht rennen und ehrgeizig sind, aber im Laufe der Zeit watschen wir richtig ab und dann machen wir 5, 6, 7, 8 Tore und fertig. Und so sollte das morgen auch sein. Also das können wir für morgen erwarten. Ist das so ein Spiel wie das gegen Bosnien-Herzegowina eher störend in der Vorbereitung? Brauchen wir solche Spiele? Also grundsätzlich sehe ich eigentlich nicht ein, warum sich eine deutsche Nationalmannschaft gegen die Färöerinseln und gegen Island für eine Europameisterschaft qualifizieren sollte. Das sind alles Spiele, die eigentlich nichts bringen. Wir schätzen diese Länder. Die bringen hoffentlich den Färöerinseln eine richtige Klatsche, aber uns bringen es nicht weiter. Da könnte man den Termin hernehmen und gegen Italien oder gegen Spanien oder gegen Brasilien ein richtiges Spiel machen, aber nicht so ein Blödsinn. Ich denke, dass sich Länder wie die Färöerinseln, wie Malta, wie Moldawien und Albanien, nichts gegen diese Länder. Aber als Fußballländer sollten die eine eigene Runde, eine Vorqualifikation spielen, weil dann bräuchten wir eben solche Spiele nicht mehr haben. Und dann können wir uns auf das Wesentliche beziehen. Und solche Freundschaftsspiele wie gegen Bosnien-Herzegowina, brauchen wir die überhaupt noch? Das ist ja, die Menschen dort haben sich natürlich sehr gefreut, ein solches Spiel als zu Spieler sehen, brauchst du die nicht. Und Rudi Völler war nach dem Spiel, als guter Schauspieler, der du ja im Laufe deiner Karriere werden musst, auch richtig angefressen und sauer, obwohl er genau weiß, dass du bei solchen Spielen als Spieler eigentlich nur weg willst. Es regnet, es ist grausig, keine Leute sind da. Du willst nur wieder heim. Und vor allen Dingen in der Phase, in der die Bundesliga steht und auch die Vereine, die international spielen, UEFA Cup, Champions League, da geht jeder Spieler bei so einem Spiel auf den Platz und sagt, hoffentlich tue ich mir nicht weh. Und deswegen kommt so eine Gurke raus. Eben, Rudi hat es erlebt, ich habe einige mitgemacht und ich verstehe ihn, dass er sich hinterher hinstellt und den Leuten gegenüber sagen muss, ich bin genauso enttäuscht wie ihr, aber eigentlich sagt der Herrschaften, gut, dass vorbei ist und jetzt kommen wir in bessere Zeit. Der erste FC Kaiserslautern, Traditionsverein, in größten Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, im Grunde ja wahrscheinlich sogar pleite, oder? Schaut so aus. Ja, also ganz finster. Zumindest in der normalen Wirtschaft würde man sagen pleite. Ja. Im Fußball ist es immer so, dass man nicht pleite ist, dass man zumindest nicht zugibt, dass man pleite ist, weil es immer noch irgendein Hintertürchen gibt. Der eine Verein verkauft sein Stadion, der andere verkauft sein Trainingsgelände, um wieder ein paar Mark bzw. jetzt ein paar Euro reinzuholen, um dann wieder weiterwürsteln zu können. Aber so wie sich Kaiserslautern selber präsentiert,
Sands, fertig. Sind das noch mehrere Vereine, ohne es zu wissen? Es ist zu befürchten, dass es noch einige Vereine gibt. In Stuttgart munkelt man ja schon lange, dass es nicht allzu gut ausschaut. Der HSV spricht auch davon, dass man das Limit erreicht hat. Und wenn es irgendeinen Unternehmensberater gäbe, der konsequent die Bücher durchschauen würde, dann wären sicherlich einige Vereine nahe an der Situation von Kaiserslautern auch schon dran. Woran liegt das denn? Ich meine, beim Fernsehen gibt es doch genug Geld und die Zuschauer sind auch da. Woran liegt das denn? Ja, das mit dem Geld ist eigentlich ganz interessant, weil die Vereine, denen es offiziell jetzt schlecht geht oder die zugeben, dass es ihnen ein bisschen schlechter geht, die sagen, ja, wegen der Kirchkrise. Schmarrn. Denen ist vor einem, vor zwei Jahren schon genauso schlecht gegangen wie jetzt. Gerade in Zeiten, in denen man glaubte, das Rad immer weiter drehen zu können. Einmal 300 Millionen, dann 400, dann 500, 600. Haben Leute vor zwei Jahren eben gesagt, ui, heuer kriegen wir 300, ja, dann kriegen wir nächstes Jahr 400. Also gehen wir heuer schon mindestens 50 Millionen mehr, als wir eigentlich haben. Dann haben wir nächstes Jahr immer noch 50 Millionen über und können wieder so steigen. Und in dieser Art, frei nach Gutsherrenart, wurschteln einfach nach wie vor, nach fast 40 Jahren Bundesliga, viel zu viele Bundesliga-Vereine vor sich hin. Und das sicherlich auch aus dem Grund, weil niemand dieser Leute für das Geld verantwortlich ist und zur Rechenschaft gezogen wird und haftet, das er da ausgibt. Das heißt, da macht einer 15 oder 20 Millionen Miese, wascht sich die Hände, spotzt sich ab und sagt, nach mir die Sintflut. So einfach geht das. Übrigens, damit ich es nicht vergesse, von wegen James Taylor. Ja. Carly Simon war You're So Vain. Ja, genau. Nachdem er es gesagt hat. Guck mal an! Carly Simon, You're So Vain. Auf Martha's Vineyard, gell? Ja. Paul Breitner, Auto- und Siegerkarte. Vielen Dank. Wollen wir hoffen, dass das morgen, wir werden das mal verfolgen, 6780 bleibt. Und bis zum nächsten Mal. Gerne. Vielen Dank, alles Gute. Paul Breitner, meine Damen und Herren. Morgen Abend der Kinderfilmstar Sarah Hannemann. Dankeschön fürs Zuschauen. Gute Nacht. Tschüss.